Okay, was muss ich machen? Ich kann nicht da hoch, weil da wartet schon der nächste. Okay. Langsam und vorsichtig. Oh. Komm schon. Oh fuck. Schnell, 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 schnell. Okay, das ist wirklich russisch, was er erzählt. Das ist wiederum nicht russisch. Ah! Ach, diese scheiß Quicktime-Events! Wie ich es hasse! Ohne Vorwarnung kommt einfach so plötzlich ein Quicktime-Event. Ah, ich hasse sowas. Ich nehme bei so Cutscenes nämlich immer gerne mal die Hände von Maus und Tastatur, lehne mich zurück und schaue mir diese schöne Cutscene an und dann kommt plötzlich ein Quicktime-Event. Alter! Ah! Lara, wehr dich! Ach so, linke Maustaste. Oh Gott. Oh mein Gott. Die Munition ist leer, Lara. Munition ist leer. Die Waffe ist leer. Die Waffe ist leer. Lara, du solltest in Deckung gehen. Oh mein Gott. So wird sie von einer Archäologin zu einer Killerin. Wobei, nennen wir es eher Überlebenskünstlerin. Uiuiui, das muss schon hart sein, ey, wenn du einfach nur eine Expedition machen wolltest und dann sowas widerfährt. Das ist, nicht ohne. So, jetzt sind wir wieder ohne Fesseln und bewaffnet. Wir haben keine Munition. Okay, kann ich jetzt hier durch? Ne, kann ich nicht. Okay, es geht jetzt hier lang weiter. Okay, da nicht. Hier hoch geht's jetzt zum Beispiel. Wir müssen... Ich will immer noch sehr gut aufpassen. Da geht's nicht rein. Ich will Kämpfe möglichst vermeiden. Aber ich glaube, das lässt sich nicht vermeiden. Überall die Schreie hier, was ist denn los? Wo muss ich denn hin? Hier geht's runter. Ist dort unten irgendein Secret oder so? Ich glaube, es geht eigentlich dort oben lang. Ah fuck, ich habe keine Munition. Dann sollte ich nicht dort oben lang gehen. Ich sollte nicht dort unten lang gehen, wenn ich keine Munition habe. Ich habe keinen Pfeil. Keine Munition, Lara.
Autsch. So, mein Freund. So, wir können die auch plündern. Jetzt haben wir Waffen. Okay, jetzt gehen wir nochmal gerade zurück. Und gucken mal, dass wir... Oh. So viel dazu. Hä, wie hätten wir dann da... Man konnte ja da unten lang gehen, aber was hätte uns das gebracht, wenn wir keine Waffe haben? Wenn wir uns nicht wehren können. Es gibt ja den Skill, dass man die anderen auch leise tötet, aber das haben wir noch nicht gelernt. Das heißt, wir hätten uns da unten nicht wehren können, aber vielleicht mit dem Perk hätte man sie vielleicht töten können. Boah. Das ist auch schlimm, dass man immer mal F und mal E machen muss und nicht so irgendwie konsequent das Gleiche. Okay. Ein geräuschloser Kill. Ach ja, jetzt geht's plötzlich. Ach so, ich soll mit dem Bogen den lautlos ausschalten. Easy. Halten Sie bei ausgerüstetem Bogen linke Maustaste gedrückt, um einen Schuss aufzuladen, der erhöhten Schaden anrichtet. Okay. 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 Guck mal, ja, was hast denn du Feines? Ja, so schnell wird man zum Mörder. Aber es ist alles Notwehr. Hä? Geh nochmal hoch hier. Achso, Leertaste hätte ich drücken müssen. Ich dachte schon, warum klettert sie denn nicht? Achso, ich kann hochklettern. Ja, da hat sie recht. Das war erschreckend leicht, jemanden zu töten, der dich töten will. Okay. Ach du Scheiße, huch, was war das denn? Oh mein Gott, ich dachte, das war eine Kante, wo man sich dran greifen kann, aber irgendwie ist sie da gerade rumgeklippt, mehr oder weniger. Zum Glück. Ich glaube, die Alternative wäre der Tod gewesen. Bringt uns das hier oben irgendwas? Da unten habe ich ein Bergungsgut übersehen. Oder was heißt übersehen? Ich bin halt einfach zuerst hier hoch. Huch. Pfeiler. Ah, ein Geocaching. Huch. Hä? Ich dachte, die Taste wäre anders belegt gewesen. Ah, ja, das ist die Nahkampftaste, ja. Und ich habe noch keine Nahkampfwaffe. Und deswegen macht sie so einen Schulterstoß nach vorne. Okay, haben wir jetzt auch voll. Bergungsgut. Sehr gut. Da sind wir gerade hochgekommen. Da geht's noch runter und rein. Das können wir mal gerade machen. Ja, hier gehen wir mal rein und gucken mal, vielleicht ist hier noch ein geheimer Gang.
Oh, wir haben eine komplette Karte. Ja, nice. Aber ich habe hier kein Feuer, weil das hier ist ein Wasserfall. Ja, das ist ein Wasserfall. Das heißt, hier kommen wir nicht mit einer Fackel durch, ohne dass sie erlischt. Also wenn Feuer, dann müssen wir das irgendwie von hier drinnen holen. Sieht mir aber nicht so aus, als wäre hier drinnen irgendwo die Option, Feuer zu holen. Ja, dann vergessen wir das einfach mal. Ich wüsste nicht, wie wir da Feuer reinkriegen. Durch den Wasserfall kriegt man das nicht und in der Höhle selber ist kein Feuer. Hier oben ist Feuer und ein Lager. Bringt uns das was? Bevor wir ins Lager gehen, will ich mich mal kurz hier umsehen. Nee. Nee, ich wüsste nicht, was uns das bringen sollte. Das Feuer hier meine ich. Wir kommen da trotzdem nicht da unten in die Höhle mit rein. Ja gut, gehen wir erstmal ins Lager. Fertig? Darf ich jetzt auch wieder? Schnelle Reise. Nutzen Sie schnelle Reise zum Erkunden bereits besuchter Gebiete und zum Sammeln versteckter Belohnungen. Okay. Ach so, jetzt kann ich hier Schnellreise machen. Zum geschützten Grat, zum Waldruinen, zum Bergtempel. Bin ich doch gar nicht. Im Bergtempel bin ich außerdem gerade. Ausrüstung können wir uns mal gerade anschauen. So, das haben wir verstärkt. Genau hier haben wir zwei Upgrades. Und zwar einmal verstärkte Wurfarme. Verstärkte Wurfarme ermöglichen mehr Zug und verursachen dadurch mehr Schaden. Oder gewickelte Sehne, die eine höhere Schussfrequenz ermöglicht. Wir könnten einfach locker beides direkt nehmen. Ich will gerade mal weiterschauen. Die Pistole. Salvenbonus. Gewährt einen Feuermodus mit 3-Schuss-Salve. Boah, das finde ich jetzt nicht so interessant. Erweitert das Magazin. Das 10-Kugeln-Fass wäre ganz nett. Belüfteter Schlitten. Die Präzision und den Schaden erhöht. Okay, Rücklaufbremse. Erhöht den Schaden und Präzision. Und Schnellfeuermodus erhöht die Schussfrequenz. Nee, also Pistole würde ich tatsächlich erstmal nicht investieren. Stattdessen würde ich gerne hier rein investieren. Verstärkte Wurfarme und gewickelte Sehne. Und damit haben wir unseren Bogen schon mal vollständig geupgradet. Und das finde ich auch am sinnvollsten, den Bogen abzugraden. Denn ich glaube, damit werden wir am meisten kämpfen. Einer, was sehe ich denn da? Wenn hier ein Feuer ist, brauchen wir das vielleicht. Days have passed since the plane crash. For a second time, we attempted to escape by boat, with disastrous results. I knew it would happen, just like the first time. The calm sea turned hostile with no explanation. The moment we made for open water, the winds picked up, followed by an impossible wave. Like a child's toy, our lifeboat was smashed violently into the rocky shore. Now two more lie dead, and another is wounded beyond help. The others are starting to panic, and they're looking to me for a plan. I do have one, but it doesn't include them.
They're weak and stupid. A liability in this place. I suggested they make another attempt to leave, but I won't join them. To do so would be suicide. This is clear to me now. Aha, okay. Von Messias. Also ist der Krüppel, den wir da gesehen haben, der hieß doch, glaube ich, Matthias, ne? Der ist vielleicht doch gar nicht so schlimm, wie wir dachten. Aber ich denke, in dieser Gegend hier ist es nicht verkehrt, misstrauisch gegenüber anderen zu sein. Und die Fackel hier hat irgendwie gar nichts gebracht. Ja, und ich will es mal gerade versuchen, aber ich glaube nicht, dass wir mit der Fackel da unten reinkommen. Nee. Nee, 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 die ist direkt aus. Ja, ich weiß nicht, wie man hier Feuer reinkriegen soll. Vielleicht mit einem Feuerzeug? Vielleicht haben wir irgendwann später ein Feuerzeug, mit dem wir selbst unsere Fackel anzünden können. Ich vermute es mal, dass wir dann später eine Möglichkeit bekommen, die Fackeln selber anzuzünden. Dass wir dann irgendwann nicht mehr darauf angewiesen sind, die Fackeln hier an so einem Feuer anzumachen. Und ja, dann gehen wir einfach mal weiter. Okay, wir können Pfeile auch in die Mauern in der Nähe von Gegnern schießen, um sie abzulenken. Another girl for the ritual. We'll know more by tonight. Was a bloodbath down there. Vladimir's in charge. What'd you expect? He loves killing. What's Father Matthias had to say about him? Not a damn thing. The Russians have been with him forever. We trust them. So that means they can break the rules? They make the rules, brother. Just follow along. Keep your head down. I'm gonna check things out below.